neu, dass wir keinen Keyboarder mehr haben. Neu bei Felix ist die Reife. Wir sind alle älter geworden und genauso ist mit uns die Musik auch ein Stück weit erwachsener geworden. Und wir haben uns trotzdem auf die Fahne geschrieben, weiterhin melodisch bleiben zu wollen in unserer Musik. Vielseitiger, wie wir uns auch alle in unserem Leben für andere Sachen interessiert und dementsprechend ist Felix auch in die Richtung ein bisschen breitseitiger geworden. Und ich glaube, es hat jetzt mehr Druck, oder? Wie passend? Ja, passt. Ha? Nett? Felix ist für mich persönlich eine neue Ära meines Lebens. Das ist für mich nicht unbedingt ein Neuanfang, aber einfach eine Erweiterung, so wie Level 2.0. Meine erste Band, meine erste geile Band. Macht echt Laune. Das ist einfach, es gibt mir Kraft persönlich, es macht mir riesen Spaß und ist für mich eine neue Ära meines Lebens. Warte mal. Felix ist cool. Mein erstgeborenes Kind. Für mich ein Ventil, ich hoffe für alle anderen Leute auch ein Stück weit. Ja. Yeah. Dass die Fahne auf Halbmast sind und es weltweit. Mein erstes Album. Lower the Flex ist Interpretationssache auf, glaubst du, ziemlich alle Bereiche im Leben, die es irgendwo gibt. Ich finde, das kann man auf viele Sachen übertragen, weil ziemlich viele Sachen falsch gehen und wenn man sich das mal so vor Auge hält, dann wird einem bewusst, dass es lange nicht so schön ist, wie uns oft vorgegaukelt wird und dass es doch auch viel Korruption und Sachen auf der Welt gibt, Themen, über die sich das Nachdenken zu lohnt und über die sich viele Leute auch gar nicht trauen nachzudenken. Und ich glaube, das wird in Lower the Flex ein bisschen präsentiert, beziehungsweise der Denkanstoß käme. Geil. Für mich ist Lower the Flex einfach ein Ausruf an die komplette Welt. Es ist nicht nur so jetzt im kleinen Kreis, sondern es ist wirklich, es geht weltweit. Es handelt von der kompletten Welt, also sollte es eigentlich auch an die komplette Welt gehen. Klar ist, dass es nicht an die komplette Welt geht. Es wäre natürlich das Beste, für einfach den Anstoß zu erwecken, über solche Dinge einfach mal nachzudenken und das dann möglichst zu verbessern. Aber das wäre das Beste natürlich. Ziemlich harmonievoll,
Ja, cool, macht Spaß und hört sich gut an. Es geht uns darum, irgendwo anzuprangern, wenn man so will, die Missstände, beziehungsweise die Missstände weiß ja jeder. Es geht nur darum, dass man das sich ins Bewusstsein ruft und sagt, hey, da gibt es Kinder, die irgendwie Drogen verkaufen müssen und es gibt Verrätergeschichte, es gibt Betrug und was weiß ich was alles und das muss man sich bewusst machen und um das geht's in Lower the Flags. Und deswegen haben wir uns für den Titel. Ziemlich durcheinander, hat geile Lieder dabei. Eine sehr abwechslungsreiche Platte, weil mir alle sehr verschieden sind. Es ist eine ziemlich ausdrucksstarke Platte mit sehr vielen verschiedenen Liedern. Wir haben irgendwo den Versuch gestartet, oder es ist uns irgendwo wichtig, was zu machen, was es nicht schon 2 Millionen Mal gibt. Kann man richtig abgehen dabei? Also wir wollen keine Dur-Ritter-Musik machen, und aber schon irgendwo die Richtung. Also schon irgendwo ein gewisses Power-Metal, aber halt mit wirklich viele verschiedene Einflüsse. Von absolut verschiedensten Menschen, die aber in der Musik ihren gemeinsamen Nenner gefunden haben. Und daher wird es so abwechslungsreich. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen auf Lower the Flags. Und deswegen denke ich, ist für jeden, der irgendwo was mit Metal zu tun hat, auch eine interessante Platte.